Also liebe Leute, ich habe gerade eine ellenlange Frage beantwortet. Ja, nicht ellenlange Frage, sondern ich habe gerade eine ellenlange Antwort auf eine, auch nicht Frage, sondern auf dieses Problem mit dieser Reparatur von dem Tretlager von dem Marco geschrieben. Und bestimmt jetzt 10 Minuten geschrieben, muss ich mir auch aus dem Kopf würgen, alles irgendwie. Ja, hoffe, wie gesagt, ihr lest es noch. Das ist ja ein bisschen spät. Ich bin jetzt gerade ja auch erst nach Hause gekommen. Ich fange jetzt an zu schneiden. Es ist jetzt 19, 19. Ich werde wahrscheinlich so 2, 3 Stunden brauchen. Vielleicht auch nicht, weil heute ist viel Autofahrt dabei. Heute ist ja Frauentag gewesen, wisst ihr ja. Was heißt heute? Also heute der Tag, den ich zusammenschneide, ist Frauentag gewesen. Ihr seht es ja wahrscheinlich irgendeinen anderen Tag, wenn ich das hochladen. Und ja, wollte ich euch einfach mal ein kleines Video zeigen oder auf dem Video vielleicht zeigen in Zeitraffer, wie das aussieht, wenn ich schneide, damit man mal sieht, wie lang das eigentlich ist und wie das funktioniert. Also weiß ich nicht, ob es euch interessiert, wie auch immer. Ich mache trotzdem den, ne? Wenn es auch gerade langweilig für euch ist, schaut euch das Video halt nicht an, so würde ich mal sagen. Und ich schneide jetzt und nehme das dabei auf. Also wenn du vorhast, hier nackig reinzulaufen, ist das eine schlechte Idee jetzt in Zukunft. Okay? Du darfst mir aber gerne noch einen Kaffee bringen oder irgendwas, damit ich wach bleibe. Nein, natürlich musst du nicht. Um Himmels Willen. Wer will denn schon einen Kaffee von seiner Frau, die einen so anguckt? Dann hat man doch gleich Angst, dass da Blausäure oder dergleichen drin ist. Ich wundere mich überhaupt, dass ich so schläfrig bin in letzter Zeit. Ich habe gerade mein Kabel damit eingeknüpft. Ehrlich gesagt bin ich auch richtig kaputt. Ja, ich bin auch richtig kaputt, weil ich bin ja viel Auto gefahren. Autofahren und Computer schneiden werde ich auch immer müde. Und jetzt habe ich ja schon eine halbe Stunde hier gesessen und irgendwelche Fragen beantwortet und die Kommentare gelesen. Unkommentiert die Kommentare gelesen, beziehungsweise schriftlich kommentiert einige. Ja, ich hoffe, das kommt auch an meine Sachen, die ich da schreibe, nicht, dass die so untergehen. Das wäre ja auch doof. Gut, ich mach mal los. Das Ganze dann in Zeitraffer natürlich, weil ansonsten ist es nicht zu ertragen. Wenn ihr jetzt hier 3 Stunden mir zugucken müsstet oder 2 Stunden auch nur manchmal, wie ich schneide, das ist auch grottenlangweilig, ist auch nichts für euch. Ne? Also, dann mal los. Ich fange mal an. Kopfhörer auf. Schneidprogramm. Ich habe schon reingeladen. Da sieht man hier unten diese ganze. Hier oben diese ganzen Kapitel hier alle, also diese ganzen Videoabschnitte oder Videos, Einzelaufnahmen. Und hier unten habe ich sie dann in der Timeline drin. Das sind heute 5,5 Stunden zu sichten und zu schneiden. Ja, ich fange einfach vorne an und höre hinten auf. Das ist eine gute Idee. So eine gute Idee, ne? Und ihr schaut mir mal von der Seite zu. Ganz einfach. Nicht weiter. Einfach nur zuschauen. Aber seid bitte leise hier. Das kann ich mal nicht konzentrieren. Aber ich habe ja neues Canceling in den Kopfhörern. Das funktioniert auch ganz gut. Kopfhörer sind das A und O dabei. Also okay. Und tut mir leid, den letzten Vlog. Er tut mir leid. Der letzte Vlog wollte ich nur sagen, der ist ja leider ein bisschen leise geworden. Ich war einfach viel zu müde. Ich habe vergessen, den Pegel hochzusetzen. Ich habe es zweimal produziert mit dem gleichen Lautstärkepegel. Ich kotze natürlich ab, weil ich habe es morgens gesehen und dachte mir, nein, da hast du es extra zweimal gerendert. Den ganzen Rotz. Das Rendern dauert hier auch nochmal 20 Minuten oder 10, 20 Minuten bei dem Programm hier, bei dem Computer. Tut mir leid, ich habe es verpatzt. Jetzt hier der neue Vlog und ich hoffe, also es ist ja nicht der Vlog. Doch, das, was ich mache, ist der Vlog. Und das ist die neue Aufnahme für nach dem Vlog. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Da werde ich es hoffentlich nicht vergessen. Also bis dann gleich, wenn ich fertig bin, rendern, hochladen. Scheicher mit Hawaii. Ja, gut, geht los.
Ja, liebe Leute, ich bin fertig. Fertig mit Schneiden und das hat jetzt 1 Stunde 30 gedauert. Das war jetzt wirklich schnell. Und man muss dazu auch sagen, dass das an so einem freien Tag, da passiert auch nicht so viel, natürlich nicht so viele einzelne Sachen. Wir sind halt nur unterwegs gewesen. Ihr habt ja den Vlog gesehen mittlerweile wahrscheinlich. Und ja, dann hat man halt die Anfangsphase, wo man hinfährt, dann wo man einmal einkaufen geht, das muss man nur schneiden. Und dann die Fahrt zum nächsten Ziel, zum Marktplatz, dann das nächste, ganz kurz H&M angeschnitten, weiter das Eis essen. Und dann hat man so fixe Punkte, wo man weiß in etwa noch, was man schneiden muss. Am Tag ist es schwieriger, da passiert zu viel, da kann ich mir das gar nicht alles merken. Also jetzt waren es 1,5 Stunden, jetzt rendert er aber noch. Und das Rendern dauert jetzt von der Rückfahrt, das wird jetzt ewig dauern. Jetzt als Anzeigen tut er mir noch 5 Minuten. Allerdings rendert er denn, weil es ja ein Zeitraffer ist, rendert er denn 2,5 Stunden oder 2 Stunden, was wir zurückgefahren sind in etwa, rendert er denn nicht auf die verkürzte Zeit. Die Berechnung ist jetzt für die Zeitrafferzeit, sondern er rendert natürlich die volle Länge. Sprich, er rendert dann 2 Stunden, also bestimmt 1 Stunde und 5 Minuten sind es jetzt auch mit Sicherheit. Das war von mir hier dieser Kurzbeitrag aus dem Schnitterstübchen. Ja, so kann man das ja auch nennen. Das sieht hier schlimm aus. Natürlich Waschsalon, Schnitterstübchen, alles in einem. Stinkekammer, Rumpelkammer. Und dann habt ihr mal gesehen, wie in etwa das abläuft. Also, dass ich hier, wie gesagt, das braucht schon seine Zeit. Selbst bei so einem relativ einfachen Vlog, wie so ein Freizeitvlog, wo man wirklich frei hat, wo man sich tatsächlich irgendwie so nur ein Ziel setzt. Das macht man heute und dann arbeitet man ja darauf hin, als wenn man natürlich im Laufe des Tages irgendwie 40, 50 Leute hat, die vorbeikommen und die dann von einem was wollen, die man alle irgendwie vielleicht mit reinnehmen will oder auch nicht. Ja, muss man halt schauen. Gut, das war's. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Es ist wieder mal Zeit für ein teures Brot für meine Family. Ah, mein Messer! Guten Morgen, liebe Leute! Hallo Kinder! Hübsch sieht ihr aus! Du bist noch nicht fertig! Guck mal, Hummel mit ihrer neuen Strumpfhose. Ja, ja, ja. Ja, Papa hat gestern gesagt, er hat gar nicht gesehen, was ich dann wollte. Perfekt! Und guck mal, wie schön das passt zum Kleid da. Kannst du selber abbestimmen. Spitze und Hacke. Ja. Hacke auch. Hacken auch. Das auch. Ja. Passt auch sehr gut zum Kleid. Genau. Oh, mein Kleid. Ich will mal Saum essen. Oh ja, das ist nicht schlimm. Nein. Du isst Schaum? Ihr habt alle schon Schaumkaffee? Kinderkaffee, Schaum? Die Kamera auch ihren eigenen Platz. Hier hat ihren eigenen Platz. Kinderstuhlplatz. Einer muss immer der Dumme sein. Einer ist immer das arme Schwein. Sind wir zwei Dumme. Zwei Dumme. Naja, dann ist man nicht allein. So Kommentare haben wir. Bestimmt irgendwas scheiß Musik und so. Das ist mir egal. Ja, nicht jeder hat den gleichen Musikgeschmack, das ist mir klar. Ich mag die Musik. Ja. Anouk mag die Musik, ich mag die Musik. Ja, dann mag die Musik. Ich mag die Musik, schreibe ich. Dritter, wie immer toll, Dankeschön für den Familientag, deine Frau und du, ihr macht alles richtig. Könnt ihr richtig stolz auf eure Familie sein. Ja, super. Intro ist zu laut. Oh Mann, jetzt muss ich 2 Schritte machen. Bin offensichtlich zu spät aufgestanden heute. Dann ab ins frauenfeindliche Brandenburg oder Frauenfeiertag. Ja, stimmt. Wir waren halt den ganzen Tag unterwegs. Je nach Gebrauch garantiert unbrauchbar. Und Bälle gab es auch zu wenig. Ist richtig. Die Billionschuhe. Habe ich ja wohl gesagt. Ja, ich hab's einmal in der Woche, habe ich Freizeit. Und dann zieht die an und dafür sind die Juden nicht wahr. Okay. Und Papa, du hast auch morgen frei. Billige Schuhe. Aber eigentlich habe ich ja immer sehr teure Schuhe an. Und dass das Intro zu laut ist, das lässt sich schwer angleichen, anpegeln. Weil ich mache ja schon, nachdem ich produziert habe, den ganzen Vlog noch ein bisschen lauter. Damit es so etwa auf eine Stufe kommt. Aber ich kann das nicht ersehen, wie viel das hat, wie viel das hat. Hm? So ist es. Tja, liebe Leute, ich bin im Shop. Ganz normaler Samstag, nicht ganz so normal oder nicht zu schön. Heute ist natürlich, dass es regnet draußen oder geregnet hat. Aber wir schauen mal, es wird sich trotzdem noch was ergeben. Bin ich felsenfest davon überzeugt.
Wenn nicht, ich habe ja noch zu tun, die Mieträder müssen fit gemacht werden. Das Schild hängt wieder mit den Mieträdern, also für die Mieträder. Ja, der Pfeil ist nachgemalt. Ich habe gar nicht geguckt, ob der wieder angemalt wurde, aber ich glaube, ich hoffe mal, ne, hier, das nicht. Ansonsten, was gibt es noch zu sagen? Ja, die billigen Tonschuhe, die habe ich natürlich geholt, weil ich habe eine Schuhgröße 48, 2 Drittel bei gefütterten Schuhen und eine 48 bei ungefütterten Schuhen. Und die findet man nirgendwo. Die findet man, also findet sie im Netz natürlich, aber ich gehe im Netz nicht so gerne shoppen, ehrlich gesagt. Ja, weil ich so einen Schuh gerne anprobieren würde. So, im Laden findest du die aber so selten. Und wenn ich die dann mal sehe, einmal mehr, kaufe ich die. Dass sie jetzt 20 Euro kosten, hat mich selber schockiert, ehrlich gesagt. Selbst ein Fuffi für einen Neupreis ist für einen Schuh nichts. Ja, ist nichts. Also da kaufe ich einen Kinderschuh und selbst der ist dann schon günstig. Ne? Also wenn ich dafür für einen Elefanten oder sowas, wenn sowas mal ein Fuffi kostet, das finde ich eigentlich schon günstig im Verhältnis zu dem, wenn man überlegt, was früher vielleicht meine Kinderschuhe gekostet haben. Ja, also die Salamander früher oder so, den man dann so getragen hat oder so. Im Verhältnis zu dem Geld, was man verdient hat, wohlgemerkt. Ne? Also das war da schon irgendwie, ich glaube, teurer. Also möchte ich meinen. Heute also der erste Tag mit diesen Billigtretern von Dunlop möchte ich gar nicht sagen, weil die Firma wird die nicht herstellen. Die wird nur gelabelt, werden die so. Die sehen ganz manierlich aus auf den ersten Blick. Ne? Man merkt natürlich sofort, also passen auch. Passen auch, sehen ganz süß aus. Also fittig, optisch. Sehen cool aus, aber ich würde denken, bei Regenwetter oder so, was wir heute haben, halten die maximal eine Woche bei mir. Und dann hat man das auch wieder. Hat man wieder Müll produziert natürlich. Meine Arbeitsschuhe, die ich sonst immer habe, die von Engelbert und Strauß, die werden auch nirgendwo anders produziert als in Indien irgendwo oder so weit wahrscheinlich. Kosten aber entschieden mehr. Die halten jetzt immerhin schon 2 Jahre. Jeden Tag. Sind zwar aufgerissen an der Seite, so diese Oberschicht ist aufgerissen, aber es ist nicht durchgerissen. Das ist toll. Meine anderen Schuhe, meine Vans, die ich habe, werden wahrscheinlich in der gleichen Fabrik gefertigt wie die Dunlop-Treter hier. Die tausche ich einmal im Jahr. So, ansonsten habe ich keinen anderen Schuh, der mir so passt. Ich habe 2 Paar Schuhe, die ich regelmäßig nutze. Und ja, das ist bei mir ein bisschen einfacher sozusagen. Also mit anderen Worten, meine Schuhe werden oft frequentiert. Ja, dadurch habe ich, ist natürlich der Verschleiß umso höher und der Anspruch an die auch schon umso höher. Aber jetzt probieren wir die mal aus, einen Tag lang. Und dann werden wir sehen, wo es juckt, wo es zwickt. Und bis jetzt sind sie super bequem. Irgendwie sind die sind total leicht und so, was nicht unbedingt, was am Anfang vielleicht als Vorteil erscheint, aber am Ende sich meist als Nachteil erweist, weil diese Leichtigkeit kommt durch die, meist durch die Sohle. Ja, die ist ja, die Sohle macht den Schuh ja immer schwer eigentlich. Ne? Und diese Gummisohlen, diese harten, diese etwas härteren, festeren. Heutzutage ist alles so ein Schaum. So ein Formschaum irgendwie, habe ich den Eindruck. Also den Schuh, als ich ihn angehoben habe, der wiegt ja nichts mehr heutzutage. Und der Nachteil ist insofern der, dass ich als jemand, der weit über 100 Kilo wiegt, auf so einer Schaumsohle stehe, dass die Schaumsohle natürlich überhaupt keine Festigkeit, keine Form hat, dass man dann am Ende des Tages meist Fußsohlenschmerzen so bekommt. Also da hat man Fußschmerzen einfach. Ja? Die Sohle tut weh. Jetzt muss man schauen. Ich bin sehr gespannt auf alle Fälle. Ja? Erstmal sind sie bequem, so, ich denke mal für eine Stunde, 2 Stunden wird es gehen oder so. Und wenn der zu unbequem wird, haue ich sie dann auch auf Reserve. Also das ist wirklich jetzt ein Schuh für mich, für wenn man mal irgendwo hingeht und mal einen sauberen Schuh braucht, der nicht nach Arbeitsschuh aussieht. Jetzt mache ich ihn heute erstmal schmutzig. Ist ja auch egal, ist ja nur zum Testen. Also, wir warten auf den ersten Kunden. Und auch wenn der erste Kunde Wolfgang ist, nehmen wir ihm das nicht übel. Zeigt lange genug gelabert. 4 Minuten, 5 Minuten fast. Also, im Zeit müsst ihr euch anhören auch. So 5 Minuten Vlog schon mal weg.
fertig. Tea is ready. Ja, und ich habe mir meine Erdbeeren geschickt. Sehr gut. Du hattest die schon mal an. Ich weiß, dass sie dir passen. Naja, gut, gucken wir mal. Ich bringe jetzt mit Werkstattrad raus. Also. Und den Tee muss ich holen. Und dann bin ich gleich wieder da. Und was musst du zum Beispiel noch machen? Na, wir haben ja auf alle Fälle den Job. Lumens Fahrrad. Lumens Fahrrad. Kannst du schon mal vorholen? Ja. Du weißt doch noch, welches es ist, oder? Was? Du weißt ja noch, welches es ist, oder? Genau. Okay. Das darfst du schon in die Werkstatt rollen. Wenn du magst. Das hier und das festmachen. Die Lampe anmachen. Die wir reparieren heute Lumens Fahrrad noch und ja, das Fahrrad ist schon da in der Werkstatt. Wir müssen die Bremse befestigen, wir müssen dann noch das Licht ein bisschen, damit es an und aus geht, machen. Ja? Ja, das geht nicht. Echt? Ja, guck. Obwohl wir die neu gemacht haben. Musst du lange oben aufdrücken, lange. Ah, so. Genau. Also Licht funktioniert vorne, ja, Licht funktioniert hinten auch hoffentlich. Helfung. Die Bremse müssen wir ja einen Bremszug einbauen, ne? Ja, Bremszug und das hier muss man auch befestigen. Ja, genau, mit dem Bremszug denn. Ja, und hier. Also mit. Machen wir halt Bremszug. Wo muss das denn hin? Hier? Ach so, stimmt ja hier. Das ist natürlich ein richtig schöner Hebel. Haben wir ja auch gewollt, oder? Ja. Der andere war nämlich verrostet. Nur Beste. Ja. Ja, und dann fangen wir mal an, oder? Wo geht die denn an, Papa? Unten drunter ist ein Schieberegler. Habe ich gemacht. Ah, so. Hab's kapiert. So. Ist das Dennis? Das ist nicht Dennis, das bringt nichts. Tobi, hast du nur 14 Jahre Meißel? Also meine Fliesen und so. Du willst Fliesen kaputt machen? Ja, nicht viel. Mein Philipp, ne? Philipp war kaputt. Cool. Das ist das Spiegel an der Wand von ein bisschen. Ach so. Ich habe gefragt wegen Putzzeug. Ich muss das machen, wisst ihr? Kannst du mir immer vor? Hammer? Und schön vorsichtig, ne? Und Meißel, oh, dann ist ja mit Schutz. Da kannst du ja nicht viel verkehrt machen, außer du hast Bock daneben. So, wenn du so haust, dann... Ja. Okay, vielen Dank, ja, Tommy, bekommst du ja wieder zurück. Ja, ja, das ist nett. Papa, man haltet dieses Ding hier, was immer so spitz ist, mit Schraubzieher, man muss halt so an die Wand. Tommy, wenn ich zurückgehe, kann man mal Putzzeug ein bisschen spinnen? Ja? Ja, ich muss mal sehen, ich muss mal schauen, was noch da ist. Mal schauen, was da ist, ja. Ja. Ich mache es ganz sauber, dass er ganz wenig drauf ist. Alles gut. Ja, mach nicht so grob. Die Wände sind dünn hier. Genau. Das machen wir, das machen auch manche Leute, die sich selbst so als Statue machen wollen. Die sich selbst als Statue? Du meinst Bildhauer machen das? Ja, Bildhauer. Oder Bildhauer und Künstler. Sind Künstler quasi, ja. Und Menschen, die in einer Höhle. Steinmetze wohnen. Zum Beispiel. Und ne? Menschen, die in einer Höhle wohnen. Das ist ja heutzutage eher selten, kommt aber auch vor, stimmt. Mhm. Steinmetz nutzt noch sowas, ein. Wie sagt man? Steinmetz, klar. Restaurator, ja genau. Das ist, vielleicht wird das eben unsere Badewanne auch oben, mal gucken. Für Baby? Für Baby? Für Baby. Was für Baby? Für das Neue. So, warte mal. Was wollte ich denn jetzt? Du wolltest
alles wieder vergessen, weil, was soll ich sagen, der Tommy ist für alle da. Ich habe auch Hammer und Meißel. Anouk verlegt heute einen Bremszug bei dem Rad ihrer Schwester. Da haben wir nämlich eine neue Bremse angebaut. Das macht Anouk heute mal unter Anleitung, aber dann doch letztlich mehr oder weniger allein. Also so gut wie es geht. Schauen wir mal, wie es funktioniert. Als erstes müssen wir die Bremse hier ausrichten, diesen Bremshebel. Was heißt ausrichten? Naja, der darf ja nicht so locker sein und nicht hier und nicht da, sondern da ist schon richtig. Genau, dazu brauchen wir Werkzeug und zwar hier oben ist wahrscheinlich das Richtige. Kann ich mal festmachen? Na, musst du sogar. Du musst es festmachen und zwar in der richtigen Position. Anouk, die richtige Position wäre in etwa so. Und die andere Seite nehmen, bitte. Die andere Seite vom Schlüssel nehmen. Du kannst die Handschuhe nochmal ausziehen. Das ist jetzt nicht ganz so schmierig. Wir haben keinen Antrieb oder sowas. Heute arbeiten wir mal ohne Handschuhe. Aber steck die Handschuhe bitte in deine... Ja, da sind schon andere Handschuhe drin. In die Tasche denn. Die sind sogar kleiner. Schön gerade ansetzen und denk dran, schön drehen. Gerade ansetzen, richtig rein. Hab ich. Mit dem Schlüssel. So, ist jetzt fest. Zeig mal. Einmal Korrektur. Quatsch. Jo, genau. Das ist fest. So. Also der Bremshebel sitzt schon mal an der richtigen Position, oder? Ja. Wunderbar. Jetzt brauchen wir... So einen Bogen aus Metall. So einen Bogen aus Metall, ganz genau. Ein. Ist jetzt, aber es ist so cool. Eigentlich ist das eine coole Idee. Das ist der Zug. Jawohl. Und ein bisschen Zughülle. Und dann brauchen wir noch. Zeig mal den Bogen. Die dicke Seite. Da passt nichts rein, da keine Anschlaghülse, aber die Anschlaghülse für die andere Seite. Und man benötigt noch eine Endkappe, also Quetschhülse, so rum. Und dann sind wir fertig. Reicht ja auch. Und wo soll ich das alles ablegen? Da, wo du es wiederfindest und nicht verlierst. Bogen kannst du erstmal ablegen und die beiden Hülsen. Kannst du ablegen. Diese beiden Hülsen, diese kleinen Hülsen kannst du daneben legen. Den großen Zug, diesen langen Zug, mit silberne, den kannst du sofort hier einbauen. Aber den hier erst später. Den legst du da mal hin. Den Zug kannst du sofort da reinmachen. Also, der hier kommt einmal hier rein. Nein, das ist falsch. Nimm mal die andere Seite von dem Zug, wie sieht die denn aus? Die hat so einen dicken. Ja, so einen runden Kreis. Dickes, rundes Ende. Und da ist so ein dickes, rundes Loch. Vielleicht von der anderen Seite. Ja. Vielleicht von unten. Nee, von unten. Von unten rein. Weil da wird es dann auch reingehen. Schau dir das genau an, wie es aussieht. Siehst du, genau. Jetzt. Aber muss es gerade sein? Na, gerade, ja. Okay, und dann muss der Zug wo lang? Hier durch, ne? Also, warte. Ich zeig's dir. Hier ist ein Schlitz. Ja. Siehst du? Und da ist ein Schlitz auch. Ja. Guck, die müssen übereinstimmen. So, Achtung. Und dann guck hier. Guck hier vorne, komm in die Knie. Das ist auch ein Schlitz. Also drehen wir das alles so. Richtig? Dann nimmst du das. Drück mal, zieh mal den Hebel da rein. Zieh mal den Hebel. Hier ziehen. Ach so. Genau. Und loslassen. Da ist es drin. Und jetzt machen wir die Schlitze übereinander. So, jetzt. Und schon, schwupps, ist er drin, oder? Ja. Dann dreht man das hier fest. Weil was kommt jetzt? Die Hülle, genau. Die kommt hier rauf. Wir brauchen jetzt die Hülle und den Bogen. Moment, das lassen wir los. Hier ist der Bogen. Den Bogen steckst du mal hier rein, da wo er hingehört dann am Ende. Wo gehört der Bogen hin am Ende? Der Bogen... Dadurch. Richtig? So. Ja. Und jetzt
So, dann nimmt man sich die Bremszughülle und misst in etwa die Länge von hier oben. Da steckt ja hier ein Stück drin. Kann man es ja festhalten. Mit einem vernünftigen Bogen in etwa so bis hier unten. Und dieses Stück müssen wir abschneiden. Jetzt muss ich es noch... sägen. Das kann wieder weg. Du könntest es auch sägen, damit das wieder sauber, ein sauberer Schnitz ist. Jetzt mache ich nur die Teflonhülle ein bisschen auf hier. Okay, den Rest machst du. Also, was macht man jetzt? Die dicke Hülse, die Anschlaghülse, genau, die kommt auf eine Seite rauf. Richtig rauf gesteckt, richtig? Ja, super. Dann nimmst du das Ende von dem Zug. Das kommt da rein. Ganz genau. Richtig rein, richtig rein. Genau, und sobald es durchgesteckt ist, auf der anderen Seite ziehen. Und ziehen. Das sieht so komisch aus. Ja, schmiere dran. Ziehen, 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 ziehen. Und jetzt? Und dann muss das hier rein. Oh, geschafft. Dann kommt das auch daran und das. Das muss man erstmal öffnen mit dem Werkzeug hier, ne? Ah. Genau. Genau, heute ist das erste Mal, dass Anouk das macht, deswegen zeige ich da noch sehr viel. Nur öffnen, reicht. Dann muss das hinter diese Scheibe, so, ne? Die Scheibe nimmt man nach außen und dahinter muss das. Genau. Achtung, erstmal. Dann halte ich das jetzt mal so fest, ich spanne das und du machst wieder fest. Die Bremsbeläge sind noch nicht eingestellt, das ist Absicht, okay? Nicht wundern, liebe Leute. Ist fest? Ja. Einmal Kontrolle. Ja. Jetzt, den brauchen wir noch. Ah. Wofür? Nein. Das ist jetzt erstmal unwichtig. Um hier, um das da. Nee, um die Bremsbeläge einzustellen. Hier. Denn die stehen ja noch so hochkant. Andere Seite. Immer die andere Seite nehmen. Das steht ja. So, Achtung. Achtung, richtig rein. Und du fasst hier oben mal an. Hier oben. Und jetzt aufmachen. Genau. Geht ja leicht. Genau, geht leicht, wenn man oben anfasst. Achtung. Halt ihn fest. Jetzt richten wir den Bremsbelag aus. Den mache ich mal für dich. Du guckst ja genau zu, was ich mache, okay? Du hältst die Kamera und guckst, zeigst den Leuten auch, was ich mache. Ich brauche natürlich das Werkzeug. Macht nichts. Also, gelöst haben wir den jetzt zusammen. Mhm. Jetzt richte ich den so aus. Genau, einfach aus deiner Position. Ja. Dass der in etwa so ankommt, ne? So. Auf der anderen Seite auch so? Das musst du dann machen. Erstmal guckst du genau, was ich mache, ne? So. Du darfst nicht so viel wackeln mit der Kamera, weil sonst sehen die Leute ja nicht und dem wird ganz schwindelig. So. Dann hält man den fest und dreht den mit der Seite. Nach hinten. Fest. Ne, nach hinten, in deinem Fall musst du ja nach vorne drehen. Ja. Du musst ja fest drehen. Ja, die Seite wäre jetzt fertig. Fertig. Jetzt muss man nur noch die andere Seite natürlich machen. Ja. Und danach den Zug nochmal einstellen. Aber du musst noch nach so. Richtig gerade ansetzen. Das ist A und O, ist das, dass du es so ansetzt, dass es richtig reingeht zuerst. Und jetzt aufdrehen ist die andere Richtung. Aufdrehen ist also immer die andere Richtung. Genau. Das kommt so ran. Also, dann braucht. Ja, das kommt so ran. Warte mal, ich mach's mal so. Ich halte mal fest und du schraubst hier erstmal fest so ein bisschen. Okay, stopp. Kann schon nicht fest. Weiß ich. Aber wenn du jetzt weiterziehst, dann verdrehst du ihn. Ah, also musst du ihn jetzt festhalten, das mache ich. Ja, zeig mal. Ja, das hast du sehr gut gemacht.
weil du außen angefasst hast. Jetzt gucken wir mal, wie die ankommen. Ja, das ist okay. Ne? Also es berührt nicht den Gummi. Ich guck mal. Ja, berührt nicht das Gummi. Es darf nicht am Gummi schleifen. Und jetzt müssen wir natürlich, weil jetzt bremst ja noch gar nicht, jetzt müssen wir natürlich den Bremszug nochmal spannen. Wie geht das? Das will ich auch machen. Oh, gelöst. Na, nochmal ansetzen. Nochmal ansetzen und nochmal lösen. Ganz gerade ansetzen. Ja? Hallo. Ah, in einer Werkstatt. Den abgerundeten Innenbus. Aber zum letztlich festschrauben und lösen nimmt man halt immer lieber die richtige Seite. So, das ist ein guter Bremsweg. Allerdings, ja, wie gesagt, das ist ja meine Tochter. Die ist ja noch ein bisschen kleiner. Die kann nicht den vollen Bremsweg gehen. Also da musste ich doch ein bisschen Struppe lassen. Ich verwechsel das ja immer mit einer Bremse für Erwachsene. Kinder bremsen aber nicht da hinten. Die Quetschhülse kann Anouk dann auch machen. Das freut sie immer. Das macht sie gerne. Das Abschneiden. Ablenken vom Kabel, vom Bremszug, das kann nur Ecke. Möchtest du die Quetschhülse dann drauf machen? Das wäre der letzte Akt hier. Aber es ist nicht so ganz fest. Du musst es doch festquetschen, das ist ja eine Quetschhülse. Anouk. Ich glaube, wir müssen da nochmal üben. Und los. Richtig? Jo, stopp. Aufmachen. Und kurz darunter nochmal. Kurz unter dem. Und jetzt? Richtig? Richtig? Nur toll. Jawohl. Der war gut. Siehst du? Und dadurch, dass das jetzt hier gequetscht ist, rutscht die nicht mehr runter. Okay? Hm? Ganz simpel. Fertig. Jetzt ja, teste wenn, ich mal. Nee. Ist es genug aufgepumpt? Kappel. Ja. Genau, damit man sie nicht verliert. Dann? Kommt das hier so noch? Erstmal rauf. Erstmal ja, so rauf. Richtig rauf. Dann den Hebel hoch. Hoch mit Kraft. Oh, da brauchst du viel Kraft. Los und klack. Ja. Richtig hoch. Richtig. Genau. Drehen, 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 drehen. Profi. Oh, die nass draußen, oh, die Kleine. Ist das Zucker? Ja, wir haben Schutzbleche. Sieht gut aus, oder? Ja. Willst du Lumi zeigen? Ja, ich hol sie mal. Kannst du das? Naja, wir bringen es mal. Dein Ort, ne? So, hat es soweit für Lumi. Ja. Vielleicht machen wir mal zuerst das rote Rad hier fertig. Das rote, genau. Ich habe ja das Rad geschenkt bekommen. Das habe ich geschenkt bekommen, das Rad. Und da müssen wir. Das ist ja andere, genau. Da müssen wir mal schauen, was daran kaputt ist überhaupt. Also, wir müssen es in die Werkstatt bringen. Der hier, hier fehlt die Luft. Da fehlt nur ein bisschen Luft. Ich glaube, die Reifen sind noch nicht mal kaputt. Und so. So, der Schlüssel, guck mal. Der Schlüssel hier von Lumens Rad, den hänge ich hier an. Ja. Falls ich dich nachher frage, wo ist der Schlüssel? Und dann sage ich dir, du hast ihn da angehangen. Dann sage ich, ach ja, stimmt ja. Der Blick von oben aufs Ganze. Danke fürs Reinrollen, Anouk. Wir brauchen definitiv einen neuen Sattel. Möchtest du den alten schon mal abschrauben? Ja. Kannst du das? Einer.
Nein, damit nicht, sondern hier oben. Also. Ja. Kannst du gerne deine Handschuhe wieder anziehen, wenn du magst. Wir brauchen ein 13er wird das sein. Das hier ist bestimmt ein 15er, oder? 13er. Nee, ein 13er, richtig. Da kommt man gar nicht ran. Da mit der offenen Seite vielleicht. Der Schlüssel hat ja auch eine offene Seite. Oh. Die andere Seite, die ist offen. Da kommt man natürlich besser ran. Ich hole den aus. Ja, so ist es. Jugend entdeckt. Auf geht's nach oben. Bewegt er sich schon? Ja. Kann man schon abmachen? Ich versuch's. Jawohl. So, das Teil schrauben wir ab, komplett. Weil das brauchen wir. Da sind Spinnen drin, ne? Spinnen? Also Spinnengewebe. Okay. Spinnen? Welche Richtung nochmal? Achso, nach oben. Ja, genau. Weil das Teil können wir noch gebrauchen und der kommt dann in den Müll. Ja. Das. Scheibe. Und das drehen wir an. So, ein bisschen. Der kommt ja in den Müll. Guck mal, mach mal hier rein, aber nicht werfen. Einfach nur reinlegen, weil das ist alles so Verpackungsmüll, Plastik. Und so, wir trennen ja hier auch ein bisschen den Müll. Jetzt müssen wir einen neuen Sattel holen. Okay, ich hole. Ja. Das ist auch ein gebrauchter Sattel hier. Aber der ist noch okay, den kann man nehmen. Sieht schön aus. Naja, schön. Stimmt doch. Der ist zweckmäßig und bequem wahrscheinlich. Alles guck, guck, erledigt. Guck. Jetzt festschrauben, auf beiden Seiten ein bisschen. Ne? Das sind ja zwei Schrauben. Ich gehe es jetzt noch eintragen und dann mache ich weiter. Das hast du sehr gut, das machst du sehr gut. Fantastisch, genau so muss es laufen. Als nächstes müsste man das eigentlich mal putzen. Ne? Genau. Kann ich das machen? Jetzt müssen wir draußen machen, vom Laden. Dann müssen wir dann einmal Wasser von oben holen, weil es muss warmes Wasser sein. Ne? Weil ansonsten tun uns ja die Finger weh bei dem Eiswasser hier unten und richtig mit Schaum und richtig mit Lappen und richtig einschäumen und mal richtig sauer machen. Du nimmst die Kamera und oben ein. Wir schäumen das ein und waschen. Wir schäumen nicht uns ein, wir schäumen. Ich habe gesagt, wir schäumen es ein. Wir schäumen uns ein. Mal so, Carwash. Kann ich bitte meine Jacke ausziehen? Ziehen uns, nein, auf gar keinen Fall. Wir ziehen uns Badeanzug an, alle, und rutschen über den. Yeah! Rüber. Ja, ich gehe nach oben und hol mir meinen Badeanzug. Wie im Leben. Manu. Hat gerade einer den Müll ein bisschen ramponiert. Ich muss mal kurz räumen. Dazu brauche ich dich, siehst du? Werde ich dich in die Tonne stecken. Wir haben gleich zwei Paketdinger gefunden, die können wir wieder verwenden. Ja, zum Basteln. Nicht zum Basteln, sondern einfach nur zum Versenden. Warum muss man ja nicht neu kaufen? Kostet ja alle dir. Aber wer macht denn sowas, ey? Guck mal hier, ey, wie das aussieht. Hier liegt überall. Vor allem ist das. Das ist doch Verpackung. Komm, mach mal hier auf, die gelbe Tonne. Das ist doch alles Verpackungsmüll. Wer macht denn hier Verpackungsmüll bei Papier rein? Verpackungsmüll. Das ist Plastik, Verpackung. Das kannst du mal auch klein treten. Klein treten, einfach so rumlatschen. Einfach klein treten. Das ist Verpackung. Nee, das Papier. Ah, das Papier ist hier. Ja, wie ist das denn dick? Papa, guck mal. So, das runter, das ist ohne Ende unter dem Ding. Oh, was ist das? Ja. Das ist ja unpraktisch. Wer macht denn da Platz mit drin? Zeig mal, Papa. Zeig mal. Scherben.
so, das macht man natürlich ja nicht. Nö, ich will nicht. Ja? Mülltonnen sortieren. Mülltonnen sortieren, ey. Na, ist ja natürlich nervig, auch das alles zu zerreißen, guter Mann, aber muss man doch mal machen. Ist doch Quatsch sonst. Das kann doch kein Mensch die Tonnen nutzen. So, siehst du? Wunderbar, guck mal. Alles stimmt wieder, alle Tonnen schick. Jetzt haben wir hier noch im Müll gewühlt von anderen Leuten. Ich will das machen. Kaputt machen. Das wird eine Verpackung wieder. Das versenden wir wieder in alle Welt. So schön, guck mal, Tonnen sind wieder zu. So muss das aussehen hier. Alle ein bisschen mitmachen. So, der erste Auftrag heute. Um kurz vor 11. Na, aber jetzt habe ich einen Auftrag erstmal. Den mache ich schnell und Anouk fängt dann oben an, das Fahrrad zu putzen. Ja, Luki putzt oben. Wollte sie machen, freiwillig. Kein Zwang hier bei mir. Platter Reifen, erster Auftrag des Tages. An einem Peugeot selbst umgebauten Single Speed Hinterrad. Mit erheblichen Seitenschaden. Boah, der Rahmen ist verbogen hier. Uiuiui. Ja! Kann ich auch den Sattel putzen? Na, der ist ja neu. Also nein. Also nein.